Hey Leute, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich bin der Manu und ich melde mich hier von meinem Schreibtisch hier im Studio. Und naja, das hat ja immer einen ganz besonderen Grund. Ihr könnt es euch vielleicht sogar ein bisschen denken. Der Confed Cup ist vorbei, die U21-Europameisterschaft ist vorbei. Aber ein großes Turnier steht in diesem Sommer noch an, und zwar die Frauen-Europameisterschaft. Dafür gibt es wieder von Panini ein Sammelheft, was ich mega finde, denn ich kenne mich mit dem Frauenfußball relativ wenig aus. Versuche mich aber aktuell so ein bisschen reinzufuchsen, und da ist natürlich so ein Heft super. Wir werden heute eine Ausgabe haben, und zwar werden wir insgesamt 5 Packen, so 5 Booster Packs auspacken und mal schauen, wer so mit dabei ist, vielleicht ja auch die ein oder andere Deutsche. Solltet ihr Fragen zum Frauenfußball haben, dann schreibt sie gerne mal in die Kommentare und schaut euch auch den Vlog von mir an. Ich war ja einmal beim Frauenfußball, Bayern München gegen 1899 Hoffenheim. Schaut da rein. Nun ja, dann verlieren wir doch keine Zeit. Los geht's mit diesem Video und ich packe hier einfach mal ein bisschen was aus. So sieht das alles also aus. Ich habe einfach mal ein bisschen was übersprungen, habe die Päckchen schon ausgepackt und im Heft selbst gibt es ja auch nochmal 6 Sticker. Da ist ein bisschen was aus Norwegen dabei, ein bisschen was aus Italien. Hier seht ihr die erste Seite, da ist nochmal alles aufgedröselt, wer hat das Turnier gewonnen, wie sehen die einzelnen Gruppen aus, und hier haben wir auch nochmal die Topstars erst einmal vorne der einzelnen Gruppen. Ada Hegerberg, die ist 22 Jahre alt und eine der besten Spielerinnen Norwegens. Die war auch schon in Deutschland, spielte für Turbine Potsdam, aber mittlerweile ist sie in Lyon. Dann haben wir die erste Deutsche, Uleuli, Anja Mittag, und die spielt aktuell in ihrer zweiten Heimat, so mehr oder weniger, und zwar beim FC Rosengard. Sie war insgesamt 7 Monate, ja, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 7 Monate beim VfL Wolfsburg, aber der Vertrag wurde vorzeitig aufgelöst. Also sie hat sich da wahrscheinlich nicht wohlgefühlt und ist lieber dann wieder zurückgegangen. Nun ja, hier haben wir den Gastgeber, die Niederlande. Das ist ja klassisch, dass man da in Gruppe A gleich das erste Team ist. Ja, und bis jetzt hat man keinen Titel gewonnen. Der größte Erfolg bei einer Europameisterschaft war der Einzug ins Halbfinale, und das war 2009. Hier haben wir Kika von S. Das ist eine linke Verteidigerin. Ansonsten, ja, gibt's nicht viele Daten. Alles ist auf Holländisch im Internet. Total schwierig für mich zu lesen. Ich habe da keine Ahnung von. Dann haben wir Kelly Seaman. Die ist eine gebürtige Amsterdamerin und die spielt mittlerweile auch bei Ajax. Also ein Traum ist da in Erfüllung gegangen. Anouk Decker oder Decker haben wir hier. Die ist 1,82 Meter groß und ja, man muss schon sagen, Frauenfußball ist ein Sport der kleinen Frauen, außer bei ihr. Sie war bei der WM 2015 die größte Spielerin im Kader. Dann haben wir Lieke Martens. Die hat schon im Alter von, ich würde so sagen, 5 Jahren mit dem Fußball begonnen. Sie lebt diesen Sport wirklich und bei der U19-Europameisterschaft wurde sie Torschützenkönigin. Dann haben wir Linst Behrenstein. Die wechselt jetzt in diesem Sommer zum FC Bayern, ist auf jeden Fall ein großartiger Neuzugang. Ich werde mir ein Spiel von ihr auch ansehen und mal schauen, wie sie da so performt. Dann kommen wir zu Norwegen, und jedes Team hat also einen Glitzersticker. Das ist dann das Logo, ja, auch hier schön gerade eingeklebt. Norwegen, 2-mal hat das Team den EM-Titel gewonnen, 1987 und 93. Und bei Olympia 2000 hat man die Goldmedaille gewonnen. Dann war hier Ada Stolzmo Hegerberg. Dann haben wir sie zum zweiten Mal, glaube ich, sogar als Sticker. Gerade am Anfang ja schon mal. Und Sünne Jensen war da gerade. Gehen wir also mal nach Dänemark. Sofort auch hier wieder der Glitzersticker. Dänemark. Ja, was haben wir, können wir dazu sagen? 2009 war man noch auf Platz 6 der Weltrangliste. Mittlerweile ist man wieder zumindest ein bisschen abgerutscht auf Platz 11. Nadim haben wir hier, die wurde in Kabul, also in Afghanistan, geboren. Erst 2000 ist sie nach Dänemark ausgewandert, damals war sie 12 Jahre alt. Und 2009 bekam sie dann die dänische Staatsbürgerschaft. Laura Deluz, so würde ich sie zumindest jetzt mal aussprechen, spielt beim RSC Anderlecht und ist eine Verteidigerin. Mehr Infos gibt es wirklich bei vielen Frauen nicht, wenn man im Internet einfach mal nachschaut. Und so aus dem Kopf heraus kann ich die wenigsten zuordnen, ehrlich gesagt. So, kommen wir zu Deutschland. Da haben wir noch einen Sticker, und zwar von Laura Benkert. Das ist die Ersatztorhüterin. Die war schon bei einigen Turnieren dabei, wurde aber noch kein einziges Mal zumindest bei Endrunden eingesetzt. Insgesamt 5 Länderspiele hat sie auf dem Buckel. Hier mal Aurora Galli, und achtet mal auf das Bild. Warum schauen die nicht in die Kamera, sondern so rechts nach unten? Sehr, sehr merkwürdig auf jeden Fall. Dann kommen wir nochmal zu Stickern, die schon im Heft waren. Und zwar haben wir hier Valentina
Oh Gott, Cernoia? Ich weiß es nicht. Also italienische Namen, das ist immer ganz, ganz schwierig. Und sie ist wirklich auch im Kader mit dabei. Also das ist ja bei so Panini-Heften nicht selbstverständlich. Dann hat man noch Margarita... oh Gott, ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Vergesst es einfach. Nee, Schwan, jetzt kommt sie. Marta Carissimi war davor noch. So, aber hier haben wir eine Russin noch mit dabei gehabt. Das ist aber auch schon alles gewesen. Und hier haben wir Frankreich. So, na, Frankreich, noch keinen einzigen Titel gewonnen im Frauenfußball. Die beste Platzierung bei einer Europameisterschaft war mal das Viertelfinale. Naja, mal schauen, ob sich das ändern wird. Ich meine, Deutschland ist ja doch recht dominant. Hier haben wir dann Island. Ja, bei den Männern haben die bei der Euro schon richtig abgeräumt, waren sehr sympathisch. Und jetzt sind auch die Frauen mit dabei. Das war Anna Sif Askrimsdottir. Oh mein Gott, ich kann diese Namen einfach nicht. Nun ja, jetzt mein Lieblingsteam, Österreich. Wie großartig ist das denn? Zum allerersten Mal ist man bei einer Europameisterschaft mit dabei. Beziehungsweise das erste Mal überhaupt bei einem großen Turnier. Chancen auf den Sieg, ja, sind gleich null. Ja, mei, ist halt so. Dann haben wir hier Laura Feiersinger. Die hat zwischenzeitlich mal für den FC Bayern gespielt und wurde dort auch dann zweimal deutscher Meister. Mittlerweile ist sie beim SC Sand, also spielt auch noch in Deutschland wie bei den Männern ja auch sehr, sehr viele Österreicher. Gehen wir rüber zur Schweiz, zur Keeperin, zu Gelle Thalmann. Gott, ich habe diesen Namen, also Vornamen zumindest noch nie gesehen. Vielleicht spricht man das auch komplett anders. Aber sie hat in einem Interview gesagt, wir haben in der Nati sehr gut aussehende Frauen. Ja gut, ist nett, aber ich glaube, darum sollte es auch beim Frauenfußball nicht gehen. Dann haben wir Anna-Maria, oh Gott, Grongerevic, die Rekordtorschütze der Schweizer Nationalmannschaft, hat bis jetzt 47 Tore geschossen. Also ihr merkt es schon, ich bin, was Frauenfußball angeht, überhaupt nicht bewandert, aber ich will mich da reinfuchsen, deshalb gebt mir diese Chance. Kommen wir zu Schottland, zum ersten Mal auch hier bei einer Endrunde mit dabei. Bei den Spielen von Schottland sind ja kaum 1000 Leute jeweils mit dabei. Also so ein Mauerblümchen-Dasein hat man hier noch. Dann hatten wir Liane Ross und jetzt Lisa Evans. Die hat bis vor kurzem beim FC Bayern gespielt und ist jetzt in Richtung des FC Liverpool gegangen. Und sie selbst sagt, wir Schatten sind schon ein bisschen verrückt. Ja, das ist doch gleich mal sympathisch, wenn man es zugibt. Hey, Leute, wir sind alle verrückt. Ist doch mega lustig. Kommen wir zu Spanien. Und hier haben wir Leila Uhabi. Würde ich sie zumindest jetzt aussprechen, Spielerin vom FC Barcelona und die spielt in der Verteidigung auf der Außenbahn. Dann haben wir Alexia Putellas und die hat schon Erfahrung bei der Euro gesammelt, 2013, meine Güte, war sie zum ersten Mal mit dabei und spielte jedes einzelne Spiel, bis man dann im Viertelfinale ausschied. Und zu guter Letzt haben wir noch Laura Luis. Deutschland ist ihre zweite Heimat. Die spielte einige Jahre in Jena, davor in Duisburg. Aber die Zeit ist jetzt leider vorbei. Ab der neuen Saison steht sie beim SC Braga unter Vertrag. Jetzt steht aber erst einmal die Euro an. Von daher, wenn ihr Feedback habt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Werdet ihr die Euro euch anschauen? Ja, nein, vielleicht. Ich bin da wirklich auf eure Meinung gespannt. Von daher, bis zum nächsten Mal wünsche ich gut Kick und ciao.